Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge von Forza Horizon 4. Natürlich hier zurück im Klassiker schlechthin Porsche 911. Die 8. Generation Numero 992. Und ja, da waren halt immer noch nur 7 Gänge. Ich hab bis jetzt noch keine Lösung auf das Problem gefunden, aber scheint wohl irgendwie ein Fehler am Spiel zu sein, der auch nicht schnell behoben wird. Aber egal. Schön, dass er im Spiel ist erstmal. Das finde ich natürlich extrem geil. Und natürlich möchte ich auch ein Rennen fahren und auch gerne ein paar mehr. Ich fahre mal hier hin. Ich habe gehört, da gibt es da so eine tolle Strecke. Oder sogar ein paar tolle Strecken. Denn ich war auch wieder fleißig die Zeit über. Ich habe nämlich einige neue Strecken erstellt. Und die können wir heute mal testen. Bin ich alles schon öfters mal gefahren. So ist ja nicht. Aber mal gucken, was der Wagen da so kann. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Einfach mal gucken. So. Der Startpunkt, der ist halt wirklich sehr gut gemacht, finde ich. Wir stellen mal was Eigenes. Modern Supercars. Hypercars kann weg. So, wir nehmen Modern Sportscars. Und ja, das ist ja die normale Strecke. Ne, das ist auch schon meine Strecke. Also, wir können ein Sprintrennen fahren. Und dann habe ich hier eine, die normale Strecke, die man schon kennt. Bin ich schon mal auf dem Let's Play gefahren. Aber die hier ist neu. Die nehme ich einfach mal. Ja, das war die erste. Und jetzt ist hier FSK 008. Ich habe noch mehr Strecken. Ich bin jetzt, glaube ich, bei FSK 011. Ich habe ja schon einige Sachen entworfen. Und bin halt auch aktuell viel am Testen. Also, Untergang, das ist soweit alles in Ordnung. Warum bin ich am Testen? Hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin nämlich auch gerade. Das war das Rennen, glaube ich, ne? Ja. Was ich schon mal so ein bisschen anteasern kann. Ich bin auch gerade schon dabei, eine Teststrecke zu entwickeln. Für das Let's Play. Da wollen wir uns logischerweise auch viele Streckenvarianten erstellen und testen, wie es der Name schon sagt. Ich habe auch schon einen im Sinn, die in der nähere Auswahl kommt. Werde ich natürlich heute nicht zeigen. Wäre natürlich zu einfach, wenn ich die zeigen würde, die in meiner nähere Auswahl schon gekommen ist. Aber es ist halt geplant, in Zukunft eine eigene Teststrecke zu haben. Und da dann hoffentlich keinen Scheiß zu machen auf der Strecke. Und da auch natürlich viele verschiedene Autos zu testen. Aber wann, wie, wo, welche Strecke ist noch... Steckt in den Kinderschuhen. Aber es kommt irgendwann. Da könnt ihr euch sicher sein. Vielleicht sogar zu Folge 100. Ja, so. Das schon mal hier als Insider-Infos, die ich hier raushaue. Ich meine, eine Strecke habe ich schon etwas länger im Kopf, dass ich sowas machen will. Und dass es halt, ich sag mal, konkretere Formen auch Ideen annimmt. Das ist noch nicht so lang. Die Wagen fühlt sich gut. Das ist schon mal für die Zukunft geplant. Es wird dazu dann aber auch kein eigenes Format geben. Das werde ich alles im Let's Play selber machen. Ich sag mal so, Inspiration oder so eine Rennstrecke machen kann. Die Idee, ich gucke halt viel die Pixelhelden. Auch natürlich die Forza-Videos von Ray. Da kriege ich Inspiration her. Aber erstens werde ich die nicht kopieren. Und zweitens, selbst wenn ich kein Konzept kopieren sollte, würde ich daran auch nichts Verwerfliches sehen. Denn natürlich ist Ray auch nicht der Erste, der sowas erfunden hat, dass man eine Teststrecke macht und da irgendwie Autos testet. Das ist ja auch nicht der Erste. Also, ich werde schon mal ein eigenes cooles Ding machen, ja? Das ist halt echt mal sicher. Ich habe schon so ein paar Ideen, was ich teste, wie ich teste und so weiter. Da habe ich schon ein paar geile Sachen im Kopf. Es ist halt die Frage, wann ich die umsetzen kann. Porsche fährt sich übertrieben neutral. Und halt ist auch mega schnell. Für die Leistung
Also von der Beschleunigung würde ich, ohne den Wagen zu kennen, schätzen, dass der über 500 PS hat. Der in dem Fall nicht. Es sind nur 450 Pferdchen. Also nur. Wenn es irgendwie wenig ist. Ist halt aber für ein Papier halt, heutzutage ist es nicht mehr so viel. 450 PS. Da denkt man sich so, ja, schön. So, komm, TT. Ja, erstmal rüberziehen. Warum auch nicht? Was du kannst, kann ich nämlich auch. Wie früh ich wieder aufs Gas gehen kann. Ich kann hier auch nochmal eine zweite Strecke heute zeigen. Auf jeden Fall eine zweite. Wie gesagt, ich zeige auch auf jeden Fall nicht die Strecke, die in meiner Nähe rauskommt. Ich werde nicht zeigen, wo die ist. Ich werde nicht zeigen, wie sie aussieht. Ich sag mal, ich finde es schon ziemlich cool. Das ist nicht so eine Strecke wie Rayhard, übrigens. So. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Strecke hier findet. Sei es nur durch Sehen und Let's Play oder auch durch selber fahren. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also meine Strecken, die ich hier mache, die sind ja alle öffentlich. Ich meine, theoretisch könntet ihr sogar meine Teststrecke fahren. Ihr wisst ja nicht, welche es ist. Ja, und ich glaube, aus 11 die richtige herauszufinden, ist natürlich schwierig. Selbst wenn ihr mich jetzt fragt, ist jetzt FSK 905 die Teststrecke? Oder ist das ein Anwärter? Natürlich kriegt ihr darauf keine Antwort, das ist doch logisch. Dann wäre ich jetzt ziemlich dämlich. Wenn ich das jetzt schon verraten würde. Ja, es ist auch, wie gesagt, noch lange nicht fest. Bin ich gerade viel am Tüfteln, am Ausprobieren, was man so machen könnte. Ich denke doch, das werde ich ganz gut hinkriegen. Wir werden auch, denke ich mal, damit viel Spaß haben. Damit vielleicht auch Forza noch länger am Laufen halten, weil das ist natürlich auch mal eine coole Idee. Das sind ja natürlich auch relativ faire Bedingungen. Natürlich kann man auch Vergleiche machen, was ich fahre jetzt Auto A und keine Ahnung, Kai fährt Auto B. Aber wenn ich das so mache, das ist Teststreckenformat, dann habe ich jetzt zumindest den Faktor als Fahrer raus. Weil der Fahrer ist aber der gleiche. Klar, ich fahre immer verschieden, ich fahre nicht immer gleich gute Runden oder kann nicht immer gleich gute Runden fahren, wo ich gleich stark die Grenzen des Autos quasi ich da bewege. Das ist klar. Ich kann halt das Risiko Fahrer als Fehlerquelle oder als Unterschiedsquelle minimieren. Sagen wir es mal so. Das ist zumindest schon mal ziemlich gerecht, wenn es der gleiche Fahrer fährt. Ist einfach so. Und dann nebenbei, ich kann ja mit dem Porsche ganz entspannt nebenbei fahren, ohne wirklich Probleme zu haben. Fährt sich einwandfrei. Weil dann ein 911er ist auch, finde ich, so ein bisschen so das Auto in Perfektion. Das sind aber extrem geile und auch sehr performante Autos. Es gibt natürlich auch viele, die sagen, es ist doch eigentlich dumm. Heckantrieb und Heckmotor ist doch voll die dämliche Gewichtsverteilung. Ja, aber guck mal die Rundenzeiten an. Das Porsche ist auf Rennstrecken fahren. Und auch nicht nur auf der Nordschleife, auch auf anderen Rennstrecken. Also ist Heckmotor mit Heckantrieb wohl nicht so ein dämliches Konzept, wenn die Autos so verdammt schnell sind. Und dann warum sollten sie es denn ändern, wenn es so super funktioniert? Das macht halt aus meiner Sicht keinen Sinn. So, mit knapp 200 km/h durchs Ziel. Können wir den Wagen hier super entspannt fahren und auch, würde ich sagen, super schnell. Und für die Leistung, das ist sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ich muss jetzt gucken, welche Strecke ich als nächstes fahre. Weil nicht alle Strecken, die ich erstellt habe, sind auch für das gleiche Auto ausgelegt. Gibt es halt Strecken, die eher für, ich sag mal, S2-Autos, eher für Hypercars sind. Gibt auch Strecken für Autos, die eher langsamer sind, eher so, sag mal so A-Klasse S1 oder langsamer. Da muss man halt natürlich unterscheiden. Ich habe letztens auch eine neue S2-Strecke, oder glaube ich zwei neue S2-Strecken gebaut, aber ich glaube, dieser Wagen passt da nicht so gut rein.
Ich habe auf jeden Fall. Hier habe ich, glaube ich, was gemacht. Ach, keine Ahnung. Ich habe ganz viele Strecken gemacht. Also, ich werde noch viel mehr machen. Da, die nächste ist hier unten. Fahren wir da hin? Komm, wir fahren den Porsche auch mal. Er hat es, finde ich, verdient. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern links abbiegen. Der Trainselmaster, den finde ich schon nicht ganz sexy, muss ich sagen. In 100 Ich finde es auch Metern geil. rechts abbiegen. Also natürlich auch digitales Cockpit teilweise, aber immer noch dieses eine analoge Instrument. Was auch noch so, finde ich, prägnant ins Auge fällt. Das gefällt mir sehr gut. Das gibt es ja, glaube ich, auch der Form bei Panamera. Also auch diese vier Rotinstrumente, zwei links, zwei rechts, aber noch in der Mitte der analoge Drehzahlmesser. Das finde ich Im eigentlich nicht ganz Kreisverkehr die geil. zweite Ausfahrt Das ist nehmen. so ein bisschen das Altbewährte mit Neuem kombiniert. Rechts abbiegen. Ich glaube, voll digital würde mich jetzt unbedingt auch nicht stören bei dem Auto. Aber so ein Mix ist natürlich auch mal cool. Stromlage fährt Kreisverkehr sich die super zweite stabil. Ausfahrt nehmen. Also auch bei hohen Geschwindigkeiten, der ist überhaupt nicht unruhig, der Wagen oder so. Das ist mir bisher nichts aufgefallen. Das sage ich nicht, weil ich Porsche-Fan bin. Könnte vielleicht so rüberkommen, dass ich den Wagen einfach so in den Himmel lobe, weil ich Porsche mag. Nein. Natürlich objektiv bleiben kann ich nicht, das ist unmöglich. Das geht einfach nicht, ich kann nur so subjektiv bewerten. Es gibt auch Sachen, die mich hier bei Porsches im Spiel stören. Ich meine, so ist ja nicht. Ich finde zum Beispiel, dass der GT3 oben rum. So, ab 250, wenn du da eine Kurve voll einlenkst, dann hat er Traktionsprobleme bei mir. Und Porsche sind hier im Spiel generell ziemlich schnell. Wie es natürlich mit der Realität zu vergleichen ist, das kann man natürlich schwer sagen. Und einfach nie vergessen, es ist keine Hardcore-Simulation. Und auch Forza Motorsport ist keine Hardcore-Simulation. Wer das von diesem Spiel erwartet, ist hier, muss ich sagen, leider falsch. Forza Motorsport, ja, ist so eine Mischung aus Arcade-Simulation, so Simcade-mäßig. Es will relativ realistisch sein, aber es ist einfach nicht so. Denken sich vielleicht einige oder sehen vielleicht einige so, es ist aber nicht so. Forza Motorsport ist keine richtige Simulation. Ist einfach so. Punkt aus Ende. Und die Horizon-Ableger sind halt Arcade-Rennspiele mit relativ hohem Realismusgrad für ein Arcade-Rennspiel. Wenn man sich denkt, vielleicht Need for Speed zählt auch in die Richtung der Arcade-Rennspiele. Oder mit Arcade-lastigem Fahrverhalten, sagen wir es mal so. Natürlich ist der Forza ganz anders. Das hat aber Forza Horizon nicht zu einer Simulation. Weil es sich Rechts realistischer fährt abbiegen. als Need for Speed. Das hat wirklich für Arcade-Spiele Rechts einen sehr hohen abbiegen. Realismusgrad. In Also immer 100 noch Metern ein links Spiel mit abbiegen. arcade-lastigem Fahrverhalten. Das darf man nie vergessen. Und selbst wenn es eine Simulation sein sollte, es ist ein Spiel. Es ist wie gesagt nur ein Spiel. Und ja, wieso schaffe ich nicht mit meinem 911 die 6 Minuten 56 auf der Nordschleife? Ja, was weiß ich. Muss es am Spiel liegen? Nein, kann an dir liegen. Oder an was auch immer. Es gibt da so viele 400 Faktoren, Meter natürlich links Wetter und abbiegen. sowas, Strecke, Streckentemperatur, Reifentemperatur, alles Mögliche spielt eine Rolle. Man kann es Links halt abbiegen. nie mit dem echten Leben vergleichen, mit der richtigen In Rennstrecke. 400 Metern rechts abbiegen. Natürlich können das Spiele ziemlich nah rankommen, aber sie werden es aber nie genau schaffen. Und das gleiche wiedergeben. Das geht einfach nicht. Rechts abbiegen. Ich finde, für ein Spiel macht das Forza schon ziemlich gut und auch halt diese Mischung aus Realismus, dass es halt trotzdem immer Spaß macht. Du hast dein Ziel erreicht. Und nicht da die knallharte Realität ist. Weil man kann es einfach sagen, hier so ein geiles 700 PS Auto im Spiel fahren ist halt geil, das ist aber halt in echt. Das kriegst du nicht so einfach, das macht man nicht mal so nebenbei.
So, hier haben wir eine zweite Strecke. Die ist auch, ja, relativ neu sogar. Da nehme ich mal 4 Runden. Schotter oder mal Straße. Diese Mischung aus halbwegs realistischem oder realitätsnahen, realitätsangedehntes Fahrverhalten. Und dabei auch noch trotzdem ein relativ einfaches Handling. Einsteigerfreundlich, man kann gut rennen, man kann hier sehr einfach fahren. Oder man kann sich auch sehr einfach machen, man kann sich auch schwerer machen. Wenn man möchte. Aber halt schon eher ein Spiel, ich sag mal, für. Heißt das Casual? Also Leute, die nicht so viel Erfahrung damit haben, nicht so viel spielen. Da würde ich sehr benutzerfreundlich, so ein Spiel hier. Forza. Also auch wenn man Rennspiel nicht so Mut hat, der kommt ja auch sehr gut rein. Man jetzt keine Angst haben, dass man hier nichts schafft. Dass man nur demotiviert wird. So ist das auf keinen Fall. Kann auch, finde ich, glaube ich, sehr leicht reinfinden. Gut, bei mir ist das Reinfinden schon ein wenig länger vorbei. Ich kann auf eine lange Geschichte mit Forza zurückblicken. Ich spiele ja die Forza-Reihe seit 2009. Also ich habe schon so einiges erlebt. Also einige Teile gespielt. Natürlich auch mitbekommen, wie sich die Teile im Laufe der Zeit verändert haben. Und da sind auch deutliche Veränderungen spürbar. Das definitiv. Also auch jetzt ein Forza Horizon 4 spielt sich halt natürlich nicht wie ein Forza Horizon 1. Ja, das ist keine Diskussion. Natürlich, es ist irgendwie immer noch halt Horizon. Dieses arcade-lastige Fahrverhalten. Ich merke schon, dass da was verändert wurde. Auch bei Forza Motorsport. Da habe ich leider nicht jeden Teil gespielt. Jeden neueren Teil. Forza Motorsport 5 besitze ich zwar, aber halt nur dank Games with Gold. Aber ich habe es persönlich nie gespielt. Und Forza Motorsport 1 auf der alten Xbox habe ich auch nicht gespielt, da ich halt keine Xbox hatte. Aber sonst habe ich jeden Forza-Teil gespielt. Und das auch, ich sag mal, nicht gerade im geringen Umfang. Alter, die Kurvenlage. Ja, der TT, da kann ja nichts. Boah. Ich würde Kurven hier Vollgas nehmen. Oh, die sollte ich am besten von außen anfahren. Wenn da nicht dieser TT wäre. Machen. Ja, okay, die geht glaube ich nicht Vollgas, die Kurve. Aber geil, dass die Kurve vorn Vollgas ging. So. Bremspunkt. Ich kenne die Strecke auch nicht auswendig. Ist auf keinen Fall. Die Strecke ist auch wirklich neu, also ich würde sagen, die ist nicht mal zum Aufnahmezeitpunkt. Heute ist der 17.01. Die Strecke ist nicht mal eine Woche alt. Okay, nein. Den Bordstein fahren, nicht so gut. Nee, ich muss ganz weit außen anfahren. Vor allen Dingen später einlenken. Ja, so ungefähr. Was ich aber sagen muss, ich finde, der Porsche, der fühlt sich ein wenig schwer an. Das fällt mir auf. Bei Schwere merke ich aber eher bei niedrigen Geschwindigkeiten. Der Home-Tempo, sowas wie so 250 oder so, da merke ich das eigentlich nicht mehr. Fühlt sich eher leicht und sehr wendig an. Hier merke ich so ein bisschen die Schwere. Okay.
die Zeit liegen lassen auf jeden Fall. Ich aber hier wieder gut mache, wenn ich die Kurve verdammt gut nehmen darf. So. Ich weiß nicht, wo der TT hin will. Er hat wohl einen Hausbesuch. So. Der außerbare Spoiler, den finde ich auch sehr geil. Wo wir sowas von locker Vollgas nehmen. Hätte ich auch nehmen können. Aber leider, ne? Hier ging jetzt auch schon viel besser. Ich bin auch zum Glück Erster. Verbremst. Ein bisschen. Fährt sich wirklich sehr sauber. Sehr einfach. Wagen zickt kaum rum. Macht, was er da machen soll. Uiuiui. Das war gar nicht gut. Naja, alles gut gegangen. Jetzt nochmal zwei Runden. Kurz an der Nase kratzen, die juckt mich schon wieder. Nein, das wollte ich nicht. Ich muss sagen, auf der Strecke fährt sich auch der GT3 eigentlich ganz gut. Oh, habe ich aber gar nicht drauf geachtet. Eieiei. Ah ja, alles gut. Ich höre jetzt wieder ein. Der GT3 war ja echt geil, auch in den schnellen Kurven. Ich sag hier, da geht auch ziemlich gut, da geht der Vollgas. Da kann der GT3 auch Vollgas. Bleibt auch mal deutlich schneller. Boah, die Kurve kann ich irgendwie gar nicht. Ist auch schon letzte Runde so. Hab hier auch extrem viel gebremst. Ah, diese scheiß Mauer. Ich will nur überholen. Mehr will ich gar nicht von dir. Ein Süßer. Boah, geil. Die Wagen machen wirklich viel Spaß. Ich denke, wenn man will, kann man aber auch ganz gut querfahren. Das will ich ja gar nicht. Da ist, glaube ich, auch Porsche eher die falsche Marke für jetzt so klassische Drift oder Autos, die krasse Burnouts machen. Da würde ich eher wie so 1063 AMG oder sowas sehen. Das würde ich eher sowas verbinden. So, geht die auch Vollgas? Okay, so nicht, aber das lag auch daran, weil ich hier auf dem Grün gefahren bin. Oder zumindest, wenn ich nur kurz vorm Gas gehe. Okay. Ich muss irgendwie vom Gas gehen. Naja. Nächste Runde habe ich ja noch. So, zu früh gebremst. War alles gut. Ja gut, natürlich Sound. In einer 1.1 Carrera ist natürlich vom Sound deutlich besser. Oder dann GT3. Ganz klar. Ich denke, dadurch, dass die Turbo haben, hören die sich noch ziemlich nach Sauge an. Also jetzt ein echter Wagen. Vor allem auch beim 991.2 war dann noch erstmal zum Turbo aufgeladen. Das ist natürlich gesehen an dem Motor. 903 Liter Hubraum, Turbo. Aber das hat man nicht wirklich gehört, fand ich. Okay. Natürlich schon was irgendwie bemerkt, aber das war nicht jetzt nicht direkt erkannt, dass es ein Turbo ist. Das haben sie schon gut gemacht.
sich trotzdem noch relativ saugermäßig angehört hat. Ob das jetzt bei dem so ist, weiß ich leider nicht. Ich habe jetzt von dem keine mal echten Veraufnahmen bisher gesehen. Ich denke, der wird sich ziemlich ähnlich anhören. Wahrscheinlich sogar eher noch ein Ticken leiser. Ich muss sagen, der neue sieht auch irgendwie eleganter aus. Er sieht böse aus, aber auch gleichzeitig so ein bisschen elegant, komfortabel, entspannt. Das gefällt mir. So. Und der marschiert. Für so wenig Leistung. Also will er gar nicht mehr Leistung reinbauen. Das bringt doch eigentlich gar nichts. 450 PS? Reicht mir aus. Uiuiuiui. Ah, natürlich. Der gute alte Baum. Lange nicht mehr gesehen, Kumpel, ne? Wie geht's dir denn? Hier redet leider nicht. Ja, egal. So, jetzt wieder schon Vollgas fahren. Und es wird auch noch ein Bug gefixt mit dem letzten Update. Das ja jetzt am Dienstag rauskam, vor 2 Tagen. Es haben sich ja auch viele darüber beschwert. Es gab ja im Autopass auch den McLaren 650 S-Spider. Da haben sich natürlich erstmal welche beschwert, warum gibt es den Wagen nochmal. Wir haben den Wagen als Coupé doch schon im Spiel. Was sollen wir dann nochmal mit dem? Und dass er sich noch mehr beschwert und auch, wie ich finde, zu Recht. Mein Wagen ist ein Spider. Also man kann, man möchte mit dem Auto oben ohne fahren. Das konnte man auch in Forza Vista machen, das Dach abmachen. Aber eben nur da. Das Dach konnte man nicht während der Fahrt aufmachen oder halt, ich sag mal, in der Garage aufmachen und dann halt offen fahren. Das ging nicht. Das haben sie jetzt gefixt. Wenn man das Dach im Forza Vista Modus abmacht, dann kann man auch offen fahren. Finde ich gut. Ich bin, glaube ich, sogar den Spider mehr gefahren als das Coupé, der McLaren 650. Weil das Spider wiegt mich ein bisschen mehr als das Coupé, deswegen ein paar weniger Punkte. Das hat mir für eine Challenge was gebracht. Als ich gegen Kai gefahren bin. Da wollte ich halt ein Auto auf Platz 1 nehmen. Das ich mir McLaren 650 ist natürlich geil. Aber ich habe noch 2 Punkte mehr frei, wenn ich den Spider nehme. Dachte ich mir, ja, das bringt vielleicht was, aber. War sogar ganz gut. Wieder Erster geworden, Rundenzeit die beste, obwohl die auch nicht gut war. So ein 2,22er Zeit sollte da locker möglich sein. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das sieht auch nochmal ordentlich Credits, alle 75.000. Ja, mein Kontostand. Ich habe so vor allem so letzte Woche habe ich sehr, sehr viel gespielt. Auch sehr viel gelevelt. Sehr viel getestet. Ja, das kommt dadurch zustande. Aber ich meine, wenn es Spaß macht, ist es doch schön, wenn es so viel Spaß macht. Wir haben jetzt auch wieder noch mehr zu tun in Horizon 4. Wir haben eine neue Horizon Story wieder. Fischers Taxi. Kann ja vielleicht sogar gleich mal kurz zeigen. Ich muss jetzt mal gucken, wo das überhaupt ist. Also wieder eine neue Horizon Story mit 10 Kapiteln, wo wir als Taxifahrer angestellt sind. Natürlich mit dem Update Mitsubishi ist zurück. Das werdet ihr wohl auf dem Kanal schon gesehen haben. Wahrscheinlich im Forzaton. So, wo ist denn die neue Horizon Story? Da haben wir sie. Ischers Taxen. 30 Sterne, 10 Kapitel. Und da soll auch, ich habe gehört, da soll auch was ziemlich Verrücktes mit bei sein. Ich sag mal nur so, ich glaube, die Limo ist dabei. Also die Cadillac XTS, C, XT oder so. Die Cadillac Limousine soll dabei sein. Und man soll auch auf Goliath fahren können. Kann man jetzt natürlich vieles vermuten. Ich find's geil. Was ich aber noch machen könnte, einfach mal ein Drag Race. Bei nächster Gelegenheit wenden. Das würde ich gerne nochmal ausprobieren.
Weil Porsches sind auch... Alleine der Paradedisziplin eines Porsches ist halt die Beschleunigung aus dem Stand. Das geht halt wirklich vielen sehr gut. Ich pop mich einfach. Geht ein bisschen schneller. Nein, ich will nicht da hinten. Hier wollte ich hin. Bleib zu sein, sogar in der Saisonmeisterschaft. Mit ganz vielen Drag-Rennen oder was? Mal gucken, was er so auf der Viertelmeile fährt. Ich sage mal, boah, 12 Sekunden. Ist das schon zu gut? Warte, was ist das? Ist das Regen? Ich glaube nicht. 12 ist auch ganz schön schnell, ne? Also 12, 2, 12, 4 für die Viertelmeile. Müssen wir auch so um die 200 km erreichen. Auf eine Viertelmeile. Das ist schon schwierig. Durch die TTs haben Allrad. Ja, am Allrad, aber... Ja, 197 km, ich bin Erster, ne? Jawohl! Tja, TTs, ne? Allrad bringt euch... Okay, 11,9 Sekunden. Oh, schneller als gedacht. Also noch unter 12 Sekunden, Viertelmeile. Finde ich eigentlich ganz gut. War auch meine Schätzung gar nicht mal so schlecht. Das braucht er so um die 12,1 Sekunden auf 200. Hätte er gebraucht. Das ist ja auch in Ordnung, ist für diese Leistung. 12 Sekunden. Das ist natürlich kein irgendwie 911 Turbo Wert oder GT3 oder GT2 RS oder 918 Spider. Das ist trotzdem schnell. 12 Sekunden ungefähr auf 200. Für so einen Ofen? Verdammt geil. Aber leider war es das schon mit diesem Auto im Let's Play. Erstmal. Vielleicht kommt er irgendwann im Let's Play wieder. Das kann gut möglich sein. Im Normalfall eigentlich nicht. Vielleicht mal so für zwischendurch. Aber in einem anderen Format wird er sicherlich nochmal vorkommen. Da bin ich fest von überzeugt. Dass ich den nicht das letzte Mal gefahren bin. Weder für YouTube, sonst privat. Den werde ich öfter fahren, weil das Handling bombastisch geil. Bombastisch schnell, sieht bombastisch gut aus. Porsche eben. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch hoffentlich in einer weiteren Folge wieder. Guck, was so die Tage noch kommt. Die Folge wird, glaube ich, erst also über eine Woche nach Aufnahmetermin kommen. Ich produziere halt auch gerade schon mal ein bisschen vor. Weil natürlich Planung der Rennstrecke und andere Sachen, andere Projekte, die ich noch vorhabe, das dauert halt, das nimmt halt alles viel Zeit und Energie in Anspruch. Wenn ich kann, produziere ich halt ein bisschen vor. Ich hatte jetzt ja gerade die letzten zwei Wochen Berufsschule, also ich habe relativ viel vorproduziert. Oder zumindest, ich habe Teamabenteuer viel vorproduziert. Vorher zu lang kann ich schlecht vorproduzieren und das Play, ja gut. Das nehme ich ja eigentlich eh nur 4 Folgen pro Woche auf. Das ist ja auch nicht viel. Aber es erwarten euch schon wirklich geile Sachen in Zukunft. Wenn es so läuft, wie ich es mir so denke. Aber geduldet euch, lasst mich einfach machen. Ihr werdet schon sehen, was dabei rauskommt. Ich denke, das wird ziemlich geil. Wir werden eine tolle weitere Zeit haben. Auch wenn ich jetzt schon etliche Videos zu Racing 4 gemacht habe, es sind auf jeden Fall schon über 100. Aber es macht immer noch Spaß. Und das kann fast nur ein Horizon. Motorsport mag ich wirklich sehr gerne, aber Horizon ist halt der geilere Ableger. Macht mehr Spaß. Das Let's Play macht auch super viel Spaß. Videos machen macht sehr viel Spaß. Nur nicht immer, ist einfach genug Zeit dafür oder genug Lust. Vor allem abends nach der Arbeit ist das problematisch. Deswegen nehme ich meistens nur am Wochenende auf, weil wieso kommst du nach Arbeit nach Hause, hat man meistens keinen Bock. Und hätte schon vom Kopf her Bock. Aber so dann aufnehmen, noch labern, nee. Ist meistens eher nicht so. Bei Schule geht das. Na gut, natürlich, Ausbildung geht vor, das ist mir natürlich klar. Sollte euch auch klar sein, dass mein Privatleben, dass es viel gerade wichtiger ist. Aber so im Rahmen des Möglichen verbringe ich auch gerne viel Zeit auf YouTube. Und es scheint auch einigen zu gefallen. Also ich weiß, wie gesagt, nicht warum.
aber ich kann es nicht ändern. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich morgen 18 Uhr. Also bis dann und...